Sehr geehrte Interessenten meines Informationsdienstes, ich begrüße Sie recht herzlich. Für diejenigen, die von Anfang an bei meinem Informationsdienst dabei sind, musste es leider zwischen dem Beitrag 25 und diesem heutigen Beitrag 26 eine größere Pause geben. Also Sie mussten ungewöhnlich lange warten. Diejenigen, die erst später hinzugekommen sind, merken den Zeitverzug gar nicht und sollten auch unbesorgt sein. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum heutigen Teil 26 meines Infodienstes AgilSmart. Die folgenden Beiträge kommen dann immer wieder pünktlich. Das heißt, für diejenigen, die schon länger dabei sind, kommen die nächsten Beiträge täglich. Somit holen wir auf und bis es dann wieder wöchentlich wird. Aber warum musste es zwischen Teil 25 und Teil 26 länger als üblich dauern? Keine Bange, ich war nicht verhindert, irgendwie aus gesundheitlichen Gründen etwa. Mir ging es die ganze Zeit sehr, sehr gut. Auch habe ich noch bei weitem sehr, sehr viel Informationen, daran fehlte es nicht. Die sind mir auch mit Teil 25 nicht ausgegangen, die Informationen, für die Sie sich bestimmt noch interessieren. Aber Sie haben es vielleicht an dem Video zu Beginn und Sie sehen es jetzt im eingeblendeten Text gemerkt, dass ich hier formell etwas anders mache. Ich halte es für angebracht, mich in diesem Lande vor rechtlichen Angriffen zu schützen. Ich lasse mich nicht ohne weiteres unterkriegen. Da können Advokaten tun, was sie wollen. Mich werden sie nicht daran hindern, sie weiterhin zu informieren, wie Leben ohne Krankheit möglich ist. Und ich werde auch weiterhin nicht schweigen dazu, dass auch in unserem Gesundheitswesen mit allen möglichen Mitteln für Profit gekämpft wird, egal wie es den Patienten geht. Und Leben ohne Krankheit ist keine Utopie, für Sie schon gar nicht, für alle nicht, die bereit sind, ihr Wissen zu mehren. Dieser AgilSmart Teil 26 dient auch dazu. Erinnern Sie sich noch an das relativ ausführliche Video im Beitrag 25, also im letzten Beitrag? Wenn nicht, so sehen Sie sich diesen Beitrag und dieses Video unbedingt nochmals an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es geht darin um die Wirkung von geeigneten natürlichen Nahrungsmitteln gegen schwere Erkrankungen, also auch gegen Krebs. Es geht um Erkenntnisse, die schon lange, also seit 1950 ungefähr, selbst der westlichen Welt, zumindest den darin lebenden Wissenschaftlern, bekannt sind. Zu Beginn der Forschung, als es darum ging zu erkennen, ob Nahrungsmittel geeignet sind, uns vor schweren Erkrankungen zu schützen oder diese sogar zu heilen, war die Pharmaindustrie völlig dabei und beteiligte sich auch in den Arbeiten ganz rege. Als jedoch mehr und mehr klar wurde, dass die Erfolge gegen die Epidemie Krebs und andere schwere Erkrankungen schon mittels Nahrungsmitteln aus der Natur möglich sind und der Kampf gegen Krebs anscheinend zu gewinnen ist, stiegen die Pharmakonzerne alle aus. Schließlich können natürlich gewachsene Lebensmittel wie zum Beispiel Aprikosen nicht patentiert werden und damit kann man keinen Profit machen. Und schon zu Beginn der 1950er Jahre wurde das Rätsel gelöst, warum einige Volksstämme auf der Welt keinen Krebs kennen. Über hunderte von Jahren trat zum Beispiel bei den Hunzas kein Krebs auf und bis heute tritt dort kein Krebs auf. Ich berichtete schon in anderen Beiträgen meines Informationsdienstes darüber. Gleiches gilt übrigens auch für Eskimos, Indianer und andere Völker, die sich vollkommen natürlich ernähren. Natürliche Ernährung schützt also anscheinend, und die Wissenschaft hat es immer mehr aufgedeckt, auch vor Krebs. Wenn nun die Wissenschaft ein großes Rätsel gelöst hat und die Pharmaindustrie diese Lösung nicht gewinnmaximierend und Patente zum Beispiel nutzen kann, was passiert dann in unserer Welt? Stellen Sie sich vor, der Einkauf von Aprikosenkernen im Supermarkt wird der Chemotherapie vorgezogen. Nicht auszudenken, wie die Hersteller der Chemotherapeutika-Substanzen oder sollte ich vielleicht sagen, die Hersteller des Giftes, das grundlegend in Deutschland während der Zeit des Nationalsozialismus erforscht wurde,
nicht auszudenken, was die tun, wenn sie um ihren Gewinn von ungefähr 100 Milliarden Euro Umsatz jährlich gebracht werden. 100 Milliarden Euro Umsatz jährlich allein für die Substanzen zur Chemotherapie. Was wird da in einem solchen Falle vor lauter Profitgier von den Mächtigen getan? In den USA hat man die Anwendung von Vitamin B17, also etwas, was in der Natur wächst, auch genannt Leatril, einfach verboten. Ärzte, die es einsetzen, werden seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den USA strafrechtlich verfolgt. Das ist unter anderem ein Grund dafür, dass Sie im Beitrag 25 davon hörten, dass in Mexiko schon über 60.000 Patienten in einer einzigen Klinik erfolgreich behandelt wurden. Dort geht nämlich der aufgeklärte USA-Bürger zur Behandlung hin, solange es in den USA verboten ist, mit Nahrungsmitteln zu therapieren. In Deutschland ist es noch nicht so weit, dass natürliche Substanzen zur Heilung vom Staat verboten werden. Aber hier und da gibt es schon beängstigende Anwandlungen dazu. Vor einigen Jahren musste ich hier erleben, nahe meines Wohnorts, dass ein Gärtner ins Gefängnis ging, ein Hobbygärtner, weil er Heiltee angebaut hat und ihn als solchen Menschen zur Heilung angeboten hat. Ich denke, dass ich bereits in einem meiner früheren Beiträge darüber berichtet habe. Was tun also die Konzerne? Seit Jahren wird auf Regierungsebene der Codex Alimentarius international verhandelt. Auch in Deutschland, also auch von den europäischen Ländern. Hier geht es in diesem Codex Alimentarius um rechtliche Möglichkeiten, den Einsatz von natürlichen Substanzen zur Heilung zu verhindern. Also man will verhindern, dass die Natur eingesetzt wird gegen die Heilung von Krankheiten. Sie können sich gut vorstellen, wer sowas anregt und wer so etwas durchsetzen will. Das hört sich fürchterlich an und ist auch äußerst beängstigend. Dazu darf es also niemals kommen. Bloß wer weiß alles davon, wer hat es überhaupt schon mal gehört? Vielleicht haben Sie auch heute das erste Mal von Codex Alimentarius gehört, obwohl schon jahrelang hinter verschlossenen Türen die politischen Machthaber mit den Profiteuren der Pharmakonzerne dazu verhandeln. Ich erinnere nur daran, dass die Substanzen zur Chemotherapie 100 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr bringen. Und das allein für Chemotherapiesubstanzen. Und das ohne Nachweis der Wirkung der Chemotherapie. Wir haben uns ja längst daran gewöhnt, zu sagen, der Patient, hat die Chemo wohl gut überstanden. Überstanden. Kaum jemand erwartet mehr als das Überstehen dieser Therapieform. Und wenn jemand daran stirbt, so war er eben nicht stark genug. Übrigens ist es ein einziger amerikanischer Konzern, der 40-50% aller Chemotherapeutika weltweit gegen Krebs produziert und exorbitant daran verdient. Ein einziger Konzern in den USA. Dessen Aktivitäten gegen heilende Nahrungsmittel können Sie sich sicher vorstellen. Aber diese Machenschaften sind auch in Deutschland zu registrieren, leider. Sie werden es heute noch in diesem Beitrag genauer erfahren. Jedenfalls kommt es den Profiteuren darauf an, die Methoden zu verunglimpfen, an denen sie nichts verdienen können und durch die sie um ihren Profit bangen müssen. Ich selbst bin auch schon einmal darauf hereingefallen und habe die wahre Absicht der Desinformation nicht erkannt. Ein Beispiel mag genügen. Dr. Reif hat in den USA mit seinen von namhaften Wissenschaftlern kontrollierten Vorgehen Krebspatienten schon in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfolgreich behandelt und sie innerhalb von Wochen vom Krebs geheilt. Bei ihnen war aufgrund seines Vorgehens nach 4 Wochen also kein Krebs mehr nachzuweisen, obwohl es sich bei allen Patienten um sogenannte hoffnungslose und aufgegebene Fälle handelte. Wie gesagt, alles durch die besten Wissenschaftler der USA direkt kontrolliert und übrigens von der Uni Heidelberg mit dem Ehrendoktor gewürdigt. Nur als es daran ging, dass Dr. Reif das Verfahren Konzernen
übergeben sollte, damit es in den Schubladen und Tresoren dieser Konzerne verschwinden kann, weigerte sich dieser Dr. Rife. Ganz schnell wurde aus dem berühmten und geehrten Wissenschaftler ein bedrängter und geschmähter Mann, dem alles Mögliche nachgesagt wurde. Selbst vor ominösen Anklagen, Brandanschlägen seines Labors und Verhaftungen scheute man nicht zurück. Das alles geschah vor relativ langer Zeit und in den USA, also weit weg von hier. Bei mir hängen geblieben ist, dass Dr. Rife der Erfinder des bis heute höchst auflösenden optischen Mikroskops ist und auch der Erfinder der hervorragenden Frequenztherapie gegen Parasiten war, über die ich ja schon berichtet habe. Ja, und dann war das noch. Ich hielt mich immer damit zurück, wenn es um Rife und Krebs ging. Warum? Warum habe ich mich damit zurückgehalten? Hatte ich doch mehrfach gelesen, dass Rife irrtümlicherweise der Idee anhinge, dass Krebs durch ein Bacillus, Bakterium, also einen Parasiten, übertragen würde. Diese Lüge habe ich geglaubt. Ich habe Dr. Rife jedoch Unrecht getan. Alles war geschwindelt und Teil der Anfeindungen. Und Dr. Rife gebührt auch hier auf dem Gebiet des Krebs höchste Ehre. Er hat nämlich stets etwas anderes gesagt, als ihm unterstellt wurde. Im Milieu der Krebszellen, wir wissen seit Nobelpreisträger Professor Otto Warburg, dass es sich um ein saures Milieu handelt, lebt ein Hefepilz. Krebs und Pilz begünstigen einander. Zerstöre ich den Parasiten, zum Beispiel eben mit der Frequenztherapie, so geht es dem Krebs schlecht. So schlecht, dass es wie in den oben genannten spektakulären Fällen durch Dr. Rife zur Heilung kommt. Und der Krebs ist zerstörbar durch Frequenztherapie und ich muss also Abbitte tun und nachträglich erkennen, dass ich den Lügen der Rife-Gegner fälschlich aufgesessen bin. Die Gegner haben aus den Parasiten eine Ansteckungsmöglichkeit für Krebs gemacht. Eine sehr perfide Variante der Verunglimpfung rechtschaffender Krebstherapie. Aber nun sind wir ja schon ein paar Jahre weiter und zum Glück nicht in den USA, sondern in Deutschland. Ich habe aus Studien erfahren, dass allein das Vitamin B17 gegenüber herkömmlicher Krebstherapie sehr beachtliches an Erfolgen bringt. Und dabei wird entsprechend modernen Erkenntnissen heute längst das Vitamin B17, ich sage es noch einmal deutlich, dass es sich um Aprikosenkerne handelt, also dass dieses Vitamin B17 heute schon längst nicht mehr allein genommen wird. Es werden zusätzlich noch weitere Vitamine und Enzyme verabreicht. Aber darüber, über diese Details, informiere ich später in anderen Mitteilungen genauer. Hier will ich noch bemerken, dass bei den folgenden Angaben B17 also allein gegeben wurde und schon allein damit diese folgenden beeindruckenden Heilerfolge erzielt wurden. Nun also endlich zur Information, die mich so sehr beeindruckt hat. Ich beziehe mich dabei auf eine Mitteilung Professor Edinger, einem deutschen Arzt, und auf Ergebnisse von Dr. Binzel, einem Amerikaner, nachzulesen in Dr. Philip Days Buch Krebs. In meiner deutschen Ausgabe steht das auf Seite 82. Dieses Buch Krebs können Sie auch noch einmal auf meiner Homepage sehen und sich das dann auch entsprechend besorgen. Am Ende dieses Beitrags habe ich einen Link dazu zu meiner besten Liste dargestellt. Also allein durch B17-Einnahme war die Überlebensrate von Krebspatienten über 18 Jahre bei annähernd 80%. Ich muss das einfach nochmal wiederholen. 18 Jahre Überlebensrate und das zu 80%. Nur zur Verdeutlichung, wir erreichen mit Chemotherapie weltweit eine lediglich 5 Jahre Überlebensrate weltweit und über alle Krebse von nicht einmal 3%. Also 18 Jahre Überlebensrate mit 80% bei B17 und 5 Jahre Überlebensrate mit Chemotherapie mit nicht einmal 3%. Dr. Binzel hat seine Erkenntnisse übrigens schon vor 20 Jahren mitgeteilt. Haben Sie es gewusst, was schon längst mit Kernen möglich ist, die Sie im Supermarkt kaufen können? Ich spekuliere, dass Sie es nicht wussten. Und Ihr Arzt bestimmt auch nicht. Mit dieser Erkenntnis habe ich mich vor Wochen
an Freunde gewendet, die als Arzt auch für die Behandlung von Krebspatienten verantwortlich sind. Und sie sind gute Ärzte. Sie gehören nicht zu den Onkologen, die sich wie Vertriebsmitarbeiter der Pharmakonzerne verhalten. Die Reaktionen waren unterschiedlich, immer aber erstaunt, obwohl die Ergebnisse schon vor mehr als 20 Jahren veröffentlicht wurden. Übrigens hat es Forschungsergebnisse der Uni Frankfurt am Main dazu aus dem Jahre 2013 gegeben und es wurden die Ergebnisse von Dr. Binzel darin bestätigt. Haben Sie vor 2 Jahren etwas von dem Aufschrei gehört, der durch unser Gesundheitswesen ging, bezüglich Krebs, durch diese neuen Erkenntnisse? Ich jedenfalls nicht. So hat selbst mein ärztlicher Freund nichts davon erfahren, obwohl er an derselben Uni als Professor lehrt. Jedenfalls, selbst wenn sich die Zahlen weniger als 3% mit 5-Jahres-Überlebensrate herkömmlicher Behandlung gegenüber 80% und 18 Jahre Überlebensrate mit Vitaminbehandlung B17 nicht voll bestätigen sollten, so ist es für mich eine Sensation. Einerseits eine Sensation, andererseits ein Skandal. Sie verstehen mich sicherlich. Gestern war ich im Rahmen einer Planung eines Strahlenchirurgiezentrums in einer Runde von Fachleuten. Diese Fachleute beschäftigen sich also alle mit Strahlenchirurgie. In dieser Runde merkte ich an, dass wir in den Zentren für Strahlenchirurgie, für die ich verantwortlich sein werde, nicht mit der Tumorzerstörung mittels Strahlenchirurgie aufhören werden, sondern den Patienten auch noch ergänzende Behandlung mit Naturprodukten der Ernährung anbieten werden. Und das zeitlich unbegrenzt. Und ich diskutierte die Ergebnisse mit B17, von denen ich las. Im Prinzip bin ich mit dem Gedanken wohlwollend aufgenommen worden. Jedoch wusste ein Gesprächspartner in unserer Runde sofort, dass Aprikosenkerne Blausäure enthielten und gefährlich wären. Es wurde auf einen kürzlich vom NDR dazu gesendeten Beitrag verwiesen, also vom Fernsehen des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Und den habe ich mir heute im Internet angesehen, diesen Beitrag. Ich bitte Sie alle, liebe Interessenten, bitte sehen Sie sich diesen Beitrag auch an. Ich habe hier im Text den Link dazu. Sehen Sie sich aber nicht nur diesen Beitrag selbst an, sondern lesen Sie unbedingt alle, aber auch wirklich alle Kommentare dazu. Der Beitrag ist ein typisches Beispiel für Verdummung mit dem Hintergrund der Profitmaximierung. Die Redakteure des NDR scheuten nicht davor zurück, Angst zu schüren, um natürliche Nahrung als Heilmittel zu verhindern. Als sogenannte Fachvertreter werden ungeniert Lobbyisten der Pharmakonzerne herangezogen und wir sind also nicht weit weg von Verhältnissen der USA, wo Aprikosenkerne zur Behandlung verboten sind. Mir ist ja das Verhalten der öffentlich-rechtlichen Sender zugunsten der Profiteure und zu Ungunsten von Patienten nicht neu. Bei mir selbst war es der Hessische Rundfunk, der meine Tätigkeit für humane Strahlenchirurgie verunglimpfte. Gesteuert von Gegnern der Methode ließ sich eine Fernsehredakteurin des Hessischen Rundfunks, HR3, im Fernsehen dazu herab, mir im Beitrag Geld verdienen am Krebs zu unterstellen, obwohl ich damals jahrelang ohne eigene Einkünfte das Zentrum aufgebaut habe. Das wurde einfach so im Beitrag gebracht, ohne mir die Möglichkeit einer Entgegnung zu geben. Wer es sich ansehen will, kann es im Internet tun. Der Beitrag ist vom 6.5.2012 und sicher über die Mediathek zu erreichen. Ich habe mich dadurch nicht beirren lassen und lasse auch künftig durch solche Beiträge meine Aktivitäten nicht mindern und werde weiterhin für ein Leben ohne Krankheit werben und dazu Wissen vermitteln. Aber zurück zur Gegenwart. Sehen Sie sich an, wofür sich der von unseren Beiträgen finanzierte NDR nicht zu schade ist. Sehen Sie die Lügen des Beitrags und vergessen Sie nicht alle, aber bitte alle Kommentare zu lesen. Es haben Menschen ihre Kommentare abgegeben, die sich nicht bevormunden oder korrumpieren lassen. Lesen Sie alles und lernen Sie daraus. Hier also im Text noch einmal den Link dazu. Übrigens werde ich in Kürze detaillierter über die durch den NDR diffamierten Behandlungsmöglichkeiten gegen Krebs berichten. Daraus kann jeder Mensch seinen Nutzen ziehen. Wer sich aber jetzt schon
darüber näher informieren möchte, dem gebe ich Literaturhinweise. Besuchen Sie einfach meine Homepage. Dort über den eingeblendeten Link auf der Seite Bestenliste, also ulrich-mtc.de/Bestenliste, können Sie sich das ansehen. Bis bald zum AG Smart Teil 27. Ihr Dr. Werner Ulrich.